Überall Spuren des Krieges. Doch das Leben kehrt langsam nach Homs und andere syrische Großstädte zurück. Assads Verbündete, die russischen Militärs, haben westliche Journalisten eingeladen, sich den beginnenden Wiederaufbau anzusehen. Der Kreml will zeigen, dass er militärisch erfolgreich ist, Rebellen und Terroristen vielerorts besiegt sind und Menschen nach Hause zurückkehren können. Auf dem Markt kauft auch ein Syrer ein, der in Deutschland lebt. Ich wünsche alles gut. Ich komme immer Urlaub hier, von Familie alles besuchen. Meine Frau kommt aus Homs. Also keine Angst? Nein. Warum schaue ich das? Mein Land. Ich habe keine Angst. Ich bin viel Militär. Ich komme aus Russland, von Syrien. Ich habe keine Angst. Urlaub in der Heimat sei der falsche Ansatz, kritisiert ein Händler. Wir brauchen viel mehr Leute, die beim Wiederaufbau mit anpacken, sich einbringen. Dabei stören uns die Sanktionen sehr, sagt dieser Mann. Mit den westlichen Sanktionen haben die meisten syrischen Unternehmen zu kämpfen. Auch diese Speiseeisfabrik bei Damaskus. Es fehlen Ersatzteile. Der Appell der russischen Militärs beinhaltet Druck. Wenn ihr wollt, dass syrische Flüchtlinge nach Hause zurückkehren, baut Sanktionen ab und beteiligt euch am Wiederaufbau. Der soll nach UN-Berechnungen rund 250 Milliarden Dollar kosten. Ein umfassender und nachhaltiger Wiederaufbau Syriens wird erst funktionieren, wenn auch die letzten Terrorgruppen besiegt sind. Und diesbezüglich gibt es noch einige Probleme, zum Beispiel in der nordsyrischen Provinz Idlib. Der Kampf um die letzte große Anti-Assad-Bastion Idlib dürfte bald beginnen, unter russischer Federführung. Auch bei großen Wiederaufbauprojekten, wie dieser Brücke, wird der Kreml vorerst das Sagen haben. In Syrien kommt momentan keiner an Putin und seinen Militärs vorbei.